Wenn doch nur alle Vorstellungen so gut besucht wären wie dieser Abend in der Brechtbühne. Es geht um die Zukunft der Theaterlandschaft in Augsburg. Und das bewegt die Menschen. Wir möchten wissen, wie es weitergeht mit unserem Theater. Das wäre mal interessant. Ich hoffe, dass hier ein konstruktiver Prozess rauskommt, wo alle einen Weg finden, der für alle gut ist. Weil ich regelmäßiger Theatergänger bin und mich das Thema so bewegt. Ich bin kein gebürtiger Augsburger, lebe seit gut 10 Jahren hier, gehe seit ein paar Jahren sehr gerne ins Theater und ich finde das unheimlich schade, wenn das Theater in der jetzigen Form nicht weiter existieren würde. Klar ist, wenn nicht saniert wird, muss das Theater Augsburg 2017 schließen. Das will niemand. Jetzt hat Augsburg die Chance, sich mit seiner Theaterlandschaft neu zu erfinden. Das will die Stadt vor allem zusammen mit den Menschen machen, die das Theater nutzen. Ja, ich denke, dass bei einer so großen Sanierungsaufgabe wie unseres Stadttheaters es grundsätzlich dienlich ist, dass die Bürger auch mitdiskutieren. Und da freuen wir uns auch drauf, dass hier möglicherweise Ideen und auch Konzepte mitentwickelt werden, wie man sich das Theater der Zukunft hier für unsere Stadtgesellschaft vorstellen kann. Nach der Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteiligung finden heute und morgen Workshops statt, in denen die Augsburger selbst ihre Ideen und Vorstellungen zum Theater einbringen können. Wir möchten Sie einladen, auch Ihre Sorgen und Nöte zu äußern, Dinge, die Ihnen bisher vielleicht nicht so gefallen haben und wie Sie sich die Zukunft des Theaters einerseits innerhalb des Theaters vorstellen, was da passiert, aber auch stärker, was in dem Umfeld des Theaters passieren könnte, wie also das Theater auch stärker in die städtebauliche Struktur, in die Alltagsnutzung eingebunden wird. Kritiker befürchten, dass die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung nicht ausreichend bei den Entscheidungen berücksichtigt würden. Die Stadt dementiert und lädt alle Interessierten ein, mitzuwirken. Die nächsten Workshops finden am 22. und 23. Januar statt. Dann wird es unter anderem um die bauliche und inhaltliche Ausrichtung der Bühnen gehen.